Ja, hallo liebe Leute, wir sind wieder zurück bei Fall Guys und versuchen mal wieder der letzte Überlebende oder halt auch der erste an der Krone zu sein. Wir werden es sehen. Das erste Spiel ist Dizzy Heights. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Sollte eigentlich kein Problem sein, zumindest in der ersten Runde sich zu qualifizieren. Meine Erfahrung ist, auf diesen Drehscheiben zu springen, macht sich besser, als jetzt einfach nur über die Übergänge zu laufen. Versuchen wir mal, ob wir das gleich mal unter Beweis stellen können. Dann immer schön die Rotation mitnehmen. Geradeaus laufen. Einmal hier rum, jetzt hat es mich geflippt, macht aber nichts. Geht weiter. Jetzt kommt der Parcours mit den Bällen. Ja, im Prinzip seht ihr ja selber. Ausweichen ist hier oberste Priorität. Das könnte knapp werden, Glück gehabt. Hier jumpen, ganz wichtig. Wenn man das nicht tut, fällt man in die Lücke. Immer wieder gerade laufen. Das war die falsche Rotation. Nein, was mache ich? Glück gehabt. Jump. Und dann nochmal den Bällen hier ausweichen. Und die letzte. Ja, da räumt es nochmal alle ab. Sehr schön. Und dann haben wir es. Okay, super. Weiter zur Runde 2. The Whirly Gig. Okay, da bin ich ziemlich selbstbewusst, möchte ich mal sagen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, eigentlich immer durchgekommen. Allerdings meistens in der ersten Runde. In der zweiten Runde sind es natürlich weniger, die es schaffen können. Aber ich denke mal, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Auch hier kann ich ein paar Tipps dazu geben, weil es gibt schon ein paar Sachen, die man da beachten kann und muss. Wir sind ganz vorne, das ist schon mal ganz gut. Hier kann man springen. Holt man noch mal ein paar Meter raus. Hier natürlich dann ausweichen, ganz klar. Manche lassen sich auch katapultieren, das ist gar nicht mal so dumm. Hab ich allerdings noch nie geschafft, dass das halt sinnvoll war. Hier nehmen wir das Objekt mit. Oh, Volltreffer. Okay, und weiter geht's. Hier mache ich immer gerne einen kleinen Dodge. Jetzt mich zwar erwischt, aber ja, das passiert. Hier ist es ganz wichtig, nicht getroffen zu werden, weil sonst kommt man so in Deathloop und kommt nicht weiter. Aber es sieht ganz gut aus. Jetzt spielen wir es hier auf Nummer sicher. Einfach nur immer schön jumpen. Und schon sind wir auf der großen Plattform. Einmal müssen wir noch ausweichen. Und dann kommen wir hier mit einem Hechtsprung ins Ziel. Und da platzieren wir uns auch als, ja, Vierter, Dritter sogar, weil er wartet. Sehr schön. Nehmen wir mit. Dann schauen wir mal, was uns in Runde 3 erwartet. Meistens ein Teamgame. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Teamgames, weil es doch sehr random ist. Man kann sich nicht absprechen. Und ist sehr vom Glück, sage ich mal, abhängig, ob man weiterkommt oder nicht. Aber ein Teamgame ist meistens mit dabei. Oder auch nicht. Diesmal ist es ein Parcours. Allerdings ein Parcours, den ich überhaupt nicht kann. Ich habe das bis jetzt einmal geschafft. Dann nie wieder. Entweder holt mich der Schleim oder ich bin einfach zu langsam. Okay, probieren wir unser Glück. Letzter Platz ist natürlich schon mal ziemlich schlecht. Vielleicht sind wir ein bisschen ballsy und probieren mal die Abkürzung, aber das probieren viele. Aber wir probieren es, komm, fuck it. Oh, das war es auch schon. Dann doch den sicheren Weg, weil von unten schon der Schleim kommt. Okay, das Timing haben wir ganz gut erwischt. Einmal hier die Kurve eng nehmen und schon werden wir geflippt. Das hier ist die Stelle, wo ich halt überhaupt nicht klarkomme. Das sind immer so viele random Faktoren. Oh, ganz gut geschafft diesmal. So gut war ich noch nie. Bisschen rechts halten, ausweichen. Wenn man da drankommt an die Dinger, dann wird man ganz böse weggebounced.
Das ist ziemlich uncool. Ausweichen. Sehr schön. Läuft ganz gut. Drauf auf die Wurst. Oh mein Gott, so gut war ich noch nie in dem Game. Jetzt nichts falsch machen. Hier, das ist so ein bisschen, der Schleim ist so ein bisschen wie Eis. Da kann man auch mal so ein bisschen glittern und gleiten. Das wollen wir natürlich vermeiden. Hier jetzt ganz in aller Ruhe machen wir das. Warten wir, bis es zurückgeht. Einmal hier rum. Nein, 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 geh weg. Geht weg. Oh Gott. Nein, 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 nein. Panik, Panik. Abbruch. Ich hätte nicht gedacht, dass der Part hier so schwer ist. Ist eigentlich nicht so schwer. Und einmal noch vorbei. Yay! Als Zweiter qualifiziert. Nice. Noch nie geschafft vorher. Ja, war ja im Prinzip dann doch nicht so schwer. Und da sind wir auch schon im Finale. Hexagon habe ich bis jetzt ein, zweimal gespielt. Weiß nicht, ob da eine Taktik, ob es da eine Taktik gibt, die bevorzugt ist. Ich habe es schon mal versucht, mich am Anfang bis ganz runter in die letzte Ebene fallen zu lassen, um dann im Prinzip den anderen schon mal alles wegzumachen. Aber das ging bis jetzt noch nie so richtig auf, muss ich sagen. Weil wenn man einmal fällt... Oh Mann, er blockt mich. Wenn man einmal fällt, dann war es das dann auch schon. Das mit diesem Jumpen finde ich ganz gut. Das hat sich bis jetzt bewährt. Weil es dauert immer eine Weile, bis die Blöcke weggehen. Okay. Jetzt machen wir es dann doch anders. Weil es mir einfach zu viele Leute hier sind. Wir gehen zurück. Nein, wo kommt er denn her? Leute, das sieht ganz gut aus. Wir können schon mal unten gucken, wo wir dann hinfallen würden. Weil es ist ganz wichtig, dass man nicht durchfällt bis zum Ende. Jetzt tun wir noch ein bisschen Zeit schinden. Nein, da war es auch schon vorbei. Ist noch keiner ausgefallen. Das heißt, es sind echt alles nur Profis hier unterwegs. Also manchmal reagiert es leider ein bisschen spät, muss ich sagen. Die Steuerung an sich ist so ganz cool, aber es reagiert etwas spät beim Springen. Aber ey, was soll's. Er cuttet mich jetzt bestimmt. Ja, er cuttet mich, aber es sieht trotzdem noch ganz gut aus. Nein, das war's. Nein. Oh Mann. Na gut, GG. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wie gesagt, holt euch das Game, wenn ihr 20 Euro für PC übrig habt. Ansonsten alle PlayStation-Spieler. Kann ich nur empfehlen. Ist im PS Plus mit drin. Und holt es euch kostenlos. Ein super Game dafür. Macht Spaß.